Es wird wieder friedlicher bei uns. Wiese ist nicht gleich Wiese, wenn es um gutes Futter für die Rinder geht. Wir besuchen heute Landwirte im Murtal. Sie möchten die Wiesen zum Beispiel mit Klee noch eiweißreicher machen. Das erspart den Bauern den Zukauf von importiertem Futter. Und die Kühe haben dann nur mehr die Aufgabe, das Gras in Milch, Fleisch und Dünger zu verwandeln. Wenn unser einer Gras sieht, denkt er vielleicht ans Rasenmähen oder an Grasflecken, die nicht aus dem Gewand gehen. Wenn ein Landwirt eine Weide sieht, denkt er an pure Energie für Rind und Mensch. Fact-Finding-Mission mit den Landwirten Heidi, Leo und Andreas auf einer Weide in Niklasdorf. Mit dem Projekt Mehr Eiweiß vom Grünland will man das Futter vor der Haus- bzw. Stalltüre verbessern. Vom Grünland geht es relativ einfach. Wesentlich ist, dass der richtige Nutzungszeitpunkt da ist. Das heißt, es muss noch relativ jung sein, dass die Tiere da relativ viel Eiweiß rausbringen können. Man kann sich ein bisschen helfen, indem dass man standardsangepasste Pflanzen noch sät. Was hat viel Eiweiß drinnen? Ja, das ist hauptsächlich Klee. Da gibt es Weißklee, Rotklee. Der Samen, der die Wiese aufpeppt, kommt vom Steirischen Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein. Alles andere erledigt die Kuh. Für diese Aufgaben, Grasen und Verdauen, braucht die Kuh bis zu 12 Stunden am Tag. Das Rind hat eine Besonderheit, dass es ein Wiederkäuer ist. Und als Wiederkäuer kannst du das Futter, schluckt es wieder auf und dann wird es wieder gekaut und dann wird es vergoren. Und es macht daraus Fleisch und Milch. Und das ist die großartige Leistung. Also das Gras, das der Mensch nicht verwerten kann, wird hochwertiges Eiweiß. Die große Herausforderung ist, das Gras mit all seiner Energie und dem Eiweiß für den Winter zu konservieren. Da ist es halt ganz wichtig, dass man den richtigen Schnittzeitpunkt erwischt. Das ist einmal das Um und Auf, dass das Gras halt so schmackhaft wie möglich ist. Dass eben der Boden trocken ist, dass auch die Sonneneinstrahlung gegeben ist, so gut wie möglich. Und dass man natürlich das ohne Regen in den Vorsilo bringt. Das war das Wichtigste. Klappt das alles, müssen die Rinderbauern weniger eiweißhaltige Nahrung zukaufen, die oft von weit her importiert werden muss. Und während die Rinder das Gras in Milch und Fleisch, aber auch in Dünger umwandeln, sorgen sie als Landschaftsgärtner auch dafür, dass die Steiermark das grüne Herz Österreichs bleibt. Wir haben 205.000 Hektar Dauergrünland und gerade die Landwirte mit Rinderhaltung pflegen eben diese wunderschöne Kulturlandschaft. Das heißt für den Tourismus ein gewaltiger Mehrwert. Es gibt da so grobe Schätzungen, die das mit über 220 Millionen Euro sogar beziffern, was dieser Pflegewert der Tiere ausmacht in der Steiermark.